Die Hans-Böckler-Stiftung hat bereits nach dem ersten Lockdown gezeigt, dass Frauen signifikant häufiger ihre Arbeitszeit reduziert haben als Männer, um sich um die Kinder zu kümmern. Das mag finanziell bei einem Monat noch keine großen Auswirkungen haben. Nun aber zieht sich das Ganze schon seit vielen Monaten. Das schmälert insbesondere von Frauen nicht nur die beruflichen Aufstiegschancen, und daran sieht man eben, dass es kein individuelles Problem ist, sondern es kommen auch ganz basale Fragen dazu. Wer in der Gesellschaft für die Erziehung von Kindern verantwortlich gemacht wird und wer eben nicht? Die Soziologin Jutta Almendinger sprach davon, dass uns der Lockdown in der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern 30 Jahre zurückwerfen würde. Vielleicht stimmt diese These, vielleicht auch nicht. Aber Fakt ist, dass Krisen ein Katalysator sind, um Ungleichheiten zu verstärken. Den sowieso schon sehr langsamen Prozess der Angleichung von Betreuungszeiten könnte es wieder zurückwerfen. Schon in den intakten Familien, die prinzipiell mehr oder weniger gut miteinander umgehen, ist es hart. Aber krass wird es dort, wo Gewalt hinzukommt. Die Zahlen zu von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen sind das eine. In der letzten Zeit war ich immer wieder bei Gelegenheiten, wo Betroffene von häuslicher Gewalt die gegen sie verübte Ungerechtigkeit sichtbar machen konnten. Hierzu kommen immer eine ganze Menge Frauen, die ihre erschütternden Geschichten erzählen und wo einem ganz klar wird zum Thema häusliche Gewalt, es sind keine Einzelfälle. Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese Punkte zeigen, für eine Welt, in der das Frausein kein Sicherheitsfaktor mehr ist, kein Grund weniger zu verdienen oder sich mit anzüglichen Kommentaren rumzuschlagen müssen, ist es ein mehr als weiter Weg, Frau Herold. Für eine Gleichstellungsbeauftragte gibt es also noch mehr als genug zu tun. Und in dieser Situation, wo so vieles im Argen liegt, da genau kommt die AfD auf die Idee, die Gleichstellungsbeauftragte abschaffen zu wollen. Deutlicher könnten sie ihre Frauenverachtung und ihren Gleichstellungshass wirklich nicht ausdrücken. Die Begründung der Fraktion ist, dass die Gleichstellung der Geschlechter ja in der Verfassung schon festgeschrieben sei. Jo, im Gesetz steht auch, dass Gewalt verboten ist. Haben wir deshalb eine gewaltfreie Gesellschaft? Nein. Nicht nur ist klar, dass Gesetze mit Leben erfüllt werden müssen, sondern gerade im Kontext der Gleichstellung muss beachtet werden, dass eben patriarchale und sexistische Unterdrückungsmuster seit Jahrhunderten tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Und da reicht eben kein Satz in der Verfassung, sondern da braucht es auch Maßnahmen. Schutzräume für von Gewalt betroffenen Frauen, Förderungsmaßnahmen im beruflichen Kontext und um genau solche Dinge auch in der Praxis umzusetzen, ist eine Gleichstellungsbeauftragte notwendig. Noch absurder wird die Begründung der AfD zum zweiten Teil ihres Gesetzesentwurfs, mit dem sie Genderbudgeting aus dem Gleichstellungsgesetz rausstreichen möchte. Genderbudgeting bedeutet, dass sie bei der Aufstellung des Landeshaushalts darauf geachtet wird, dass staatliche Gelder geschlechtergerecht verteilt werden. Die AfD schreibt nun in ihrer Begründung, ich zitiere, es ist Aufgabe des Landes, die Haushaltsmittel zum Wohle aller im Freistaat lebenden Bürger einzusetzen. Dieser Satz hat zwei spannende Punkte in sich. Erstens, wenn ich davon ausgehe, dass die AfD mit Bürger alle BürgerInnen, also auch die Frauen meinen, dann wäre der Satz sogar richtig. Denn ja, Gelder sollen allen zugutekommen, unabhängig vom Geschlecht. Und das ist eben nicht automatisch der Standard. Man kann sich in der Finanzkrise 2008 fragen, warum die Bundesregierung Opel mit Millionenbeiträgen gerettet hat, bei Arcandor, einem Einzelhandelsunternehmen, in dem zu einem Großteil Frauen beschäftigt waren, diese Notwendigkeit aber nicht sah. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, der auch wissenschaftlich belegt ist. Männer werden immer noch als die Ernährer der Familie gesehen, deren Einkommensausfall fatal wäre. Bei Frauen fällt stattdessen ja nur ein Zusatzeinkommen weg. Und solche unsichtbaren Geschlechterstereotype entfalten hier eben eine ganz reale Konsequenz. Das zeigt, warum Genderbudgeting, so schwierig es in der Praxis auch umzusetzen sein mag, seine absolute Berechtigung hat. Meine Damen und Herren, angesichts der antifeministischen Grundhaltung der AfD gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass die AfD den Satz aber genauso meinte, wie sie ihn geschrieben hat. Nämlich, dass die Haushaltsmittel des Landes allen, in Klammer männlichen Bürgern, zugutekommen sollten. Denn eine Frau am Herd braucht ja auch keine zusätzliche Unterstützung vom Staat. Und wir alle wissen, dass das der Platz ist, den die AfD in ihrem rückwärtsgewandten Weltbild für Frauen vorgesehen hat. Wir lehnen den Gesetzesentwurf daher ab.